Yo, meine Leute. Oh mein Gott, es ist einfach Devin. Ja, ich bin im ersten Frame der ersten Sekunde. Der Olli ist auch wieder da. Oh, die typische Aufnahme. Ja. Ey, die gab's schon so oft von Olli. Wirklich, wirklich so. Das Seitensmirk. Na, wir fahren nach Holland. Ja, diesmal wirklich. Diesmal nicht Limburg, sondern wirklich Holland. Holland. Tief hinein. Ach, guck mal, ja, Lou ist auch da übrigens. Ja. Er ist der Fahrer. Ja. Er heiligt uns. Nee, weil wir sind ja sonst nach, also Werterbergen ist ja in Limburg, also so heißt die Provinz ist ein guter. Ja. Ach so, also in die Niederlande fahren wir so oder so, genau. Aber nicht unbedingt nach Holland. Ganz genau. Und diesmal ist es auch wirklich Holland. Ja. Wir haben, wie ein Wunder, dieselbe Stadt gefunden wie beim letzten Mal. Barnewelt für die Nachwelt, einmal kurz festgehalten. Und, wie ist die Stimmung? Hört man überhaupt irgendwas? Ist ja windig hier. Ja, bestimmt, bestimmt. Ja, wir gucken jetzt mal, ob wir dieselbe Cafeteria wie beim letzten Mal finden. Okay, sonst was Neues. Falls man nichts hört, war schön, mit euch gesprochen zu haben. So, es geht schon los. Lou hat leider keine Erdnusssoße bekommen, aber Mayo ist auch okay und wir sind alle zu schüchtern, um nochmal nach Erdnusssoße zu fragen. Aber du hast Trüffel. Trüffel-Mayo. Und du hast Ketchup und eine vegane Frikadelle. Frikadelle? Vegane Frikadelle. Krokette. Ich krieg gleich Gnocchi, die filme ich dann auch. Ich will schon mal einen guten. So, da geht's jetzt los. Frischen Gnocchi. Voll geil. Das riecht sehr nach Parmesan, süchtig. Hier müssen wir jetzt über die Straße, aber es wäre doch viel lustiger, wenn ich den Roadkill, der gleich passieren wird, mitfilme. Wie fandest du das Essen? War sehr lecker. Also nice. Ich habe nicht ganz bekommen, was ich wollte. Ich wollte eigentlich Erdnusssoße, die habe ich vergessen. Und, geh mal rüber. Wir hatten eigentlich gesagt, wir machen halb mit den Gnocchi. Knotschi. Und leider war Parmesan da drauf. Ja. Parmesan ist nur was für Leute, die keinen Geschmack haben. Wie wir deswegen wissen, ist Lou nämlich bekennender Käse-Hater. Cringe. Ja, aber wenn es nur Mozzarella gewesen wäre, ja, hätte ich mich auch easy eingelassen. Aber bei Parmesan, da muss man halt seine persönlichen Grenzen haben. Ah, fair enough. Mehr so, für mich. So weit kann der Staat mich noch rumkommandieren, aber da ist dann auch genug. Eben langt's. Und jetzt gehen wir entspannt einkaufen und dann fahren wir rüber, würde ich sagen. Hell yeah. Geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wollen wir das erste Mal ins Haus gehen? Ja, das allererste Mal gehen wir ins Haus. Schön die Schuhe sauber machen. Habe ich gerade schon gemacht. Da sind wieder die Samen. Die Leute, die haben schon unsere Sachen reingetragen. Ja, yeah, praktisch. Ist das ein Ausblick? Oh, mega! Schaut euch das mal an. Das ist wirklich voll schön. Kann jeder was tragen? Ist das? Wir sorgen für Unterhaltung. Ja, korrekt. Ne? Für den Rock, der geschnitten wird. Diesmal bestimmt. Das ist ein richtiger Mann. Dieser Mann ist ein richtiger Mann. Er hat auch mehr Bart als ich, deswegen muss er auch die Sachen schleppen. Ja. Was macht er denn da? Er will dich ausschließen, aber er kann dich erst zu gut im sich nicht ausschließen. So ein Quatsch. Hä? Bro. So, wir räumen jetzt gleich unseren ganzen Shit ein, würde ich sagen. Oh Gott, der Wind. Und dann wird gechillt. Oh, jawollek. Ja, wir haben ganz viel geilen Scheiß gekauft. Eine Strohwaffel. Boah, ich glaube, ich mache mir auch gleich einen Tee. So einen schönen warmen Tee mit einer Waffel drauf. Machen wir gleich eine Graupensuppe. Graupensuppe. Graupensuppe mit den Besten. Ja, ich höre jetzt auf zu filmen und mache mich nützlich, aber wir haben geilen Scheiß gekauft, das wollte ich nur einmal anmerken. Wenn wir den essen, filmen wir doch sowieso. Was mache ich denn hier? Völliger Unsinn. Ja. Hier haben wir leckeren Tee. Ja. Mit Strohwaffeln. Cola Zero. Cola Zero. Wir sind jetzt hier, es ist gemütlich. Wir haben unser Bett noch nicht gemacht, aber die beiden haben, glaube ich, ihr schon gemacht. Ja, machen wir noch. Und ja, auch mal ein letztes gemacht. Ein bisschen schon mal eingerichtet und wir werden jetzt nach einer kurzen Verschnaufpause ein bisschen draußen durch den Wind, vielleicht ans Wasser einmal aufs Meer gucken. Ja. Und dann gehen wir essen. Ja. Wir haben einen Tisch reserviert, also das wurde schon gesagt, hoffentlich... ich habe noch nicht geguckt, ob sie geantwortet haben. Naja. Strohwaffeln. Ja, oh mein Gott. Ist es der übertriebene Cowboy? Jeffrey Hilchestens? Ja, das bin ich. Ich bin Oliver. Ich bin Test. Manche wollen eine Ziese kiffen, ich muss meine Wiese spliffen. Die Bühne gehört nun dir. Oliver, tatsächlich. Was ist das denn? Ein kleines Purzelbäumchen. Guck mal, da ist Olli. Oh ja! Meine Hand blutet. Ach
du Scheiße. Was ist passiert? Achso. So, ja, ja, geil. Rein da, oder? Ey, ey, die geilen Burger. Veggie-Burger, Steak. Olli hat schon angefangen. Noch ein Burger und Kibbeling. Cheers. Hier haben wir haben jetzt gerade traumatische Schulgeschichten ausgetauscht mal wieder. Oder aber beziehungsweise lustig. Primär Lou hat traumatische Schulgeschichten gedroppt. Die traumatisieren die gar nicht mehr. Das ist schon so taub einfach. Ich finde die lustig. Wir haben jetzt auf jeden Fall Nachtisch. Devin hat einen Cheesecake. Und Olli, Lou und ich haben... Cheesecake. haben ein Lava-Cake. Ja, guten, ne? Oh yeah, wir sind back in der Hood. Hell yeah. Und wir lassen jetzt den Abend ausklingen mit ein bisschen Saft und lustigen Spielen. Saft. Spielspaß und Saft. Top 10 bis hier Kopf 10. Ja, hallöchen. Hallo, meine Damen und Herren. Guten Morgen. Morgen. Gummo. Und nochmal, Gummo. Was gibt's bei dir Leckeres zum Frühstück? Brot, ja, Margarine. Die sieht richtig süß aus. Ja, weiß ich nicht. Doch, zeig mal den Deckel. Der Deckel ist richtig süß. Warte. Ach so. Da. Eat plants, free of palm. Ja, dazu gibt's Garnelen in Knoblauchmatschepampe. Geil. Was gibt's bei dir? Weiß ich noch nicht. Irgendwas mit Brot. Hummus. Bei dir? Hummus. Hummus mit. Ja. Ich glaube, ich weiß. Was Hummus, das Hummus, ne? Ja. Hier wird sich jetzt noch der Karamelllatte reingefahren. So, hier sehen wir das klassische Holland-Frühstück. Eine Scheibe junger Gouda, bisschen Tomate mit Salz und Pfeffer. Das Zeug ist ganz gut. Nice. Das ist das Karamellaufstrich. Karamellpaste. Das nice. In Kombination mit Nutella stelle ich mir richtig gut vor. Also ein und dann Erdnussbutter, man sieht wirklich Snickers-Ding einfach mit allen drei. Aber trotzdem irgendwie. So, wir sind wieder an der Stelle, wo wir letztes Jahr die süße, flauschige Katze gesehen haben. Ist leider nicht da. Leider ist sie, beglückt sie uns heute nicht. Das war ein Once-in-a-Lifetime-Event. Wir werden es immer in unserem Herzen bewahren. Aber dafür sind wir jetzt hier, an dieser Stelle, wo sich Kenner vielleicht noch erinnern. Oh ja, wahre Fans können uns einen Timecode jetzt nennen. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach ein bisschen weiter. Schauen wir mal, was uns heute noch so begegnet. Ja, ich bin sehr gespannt darauf, was uns hier noch begegnet. Käse vielleicht, Gänsekaffee vielleicht, ja. Vielleicht ein paar Katzen, ja. Vielleicht ein bisschen Spaß, vielleicht ein bisschen rumlaufen, ein Käffchen. Vielleicht ein paar Gänse. Ein Käffchen wartet vielleicht auf uns. Vielleicht, oder? Rumlöpen. Ja. Käffchen. Süß. Sehr gut, macht ihr das. Es ist sehr schön windig draußen. Wir sind schön leider unterm Deich entlang gelaufen, weil der Deich selber gerade, wie es aussieht, sturmfest gemacht wird. Oder irgendwie hochwasserfest oder so. Die haben da ganz lange Sandbänke ausgeworfen. Da weiß ich nicht, was es zu feiern gibt, ehrlich gesagt. Das Sturmfest? Das Sturmfest. Die machen da Sturmfest. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ist vielleicht so ein lokales Ding. Kenne mich nicht so aus. Die Stormparty. Also ich weiß nicht, wie lange wir gerade gelaufen sind, aber schon, boah, doch, 2 Stunden oder so fast, ne? Mhm. Wir haben uns jetzt hier niedergelassen in einer Confiserie. Da wird es gleich ein Ding Kuchen geben und ein Käffchen dazu. Richtig gut aus der Kuchen und die haben hier so geile heiße Schokolade-Varianten. So dicke, das ist richtig, cremige. Ja, das sieht schon so aus, als wäre es einfach so Pudding. So Pudding, ja. Und dann hab ich jetzt den mit Haselnuss genommen, war zwischen dem mit Kokosnuss und Haselnuss geschwankt. Ja. Das klingt sehr gut. Bin ich mal gespannt. Und dann beim nächsten Cut zoomst du denn so aus dem fertigen Kuchen quasi wieder? Oh, da ist er ja. Der Snack, den Olli vertilgen wird. Geil. Ich finde, also... Das sieht richtig haut selber gottlos aus. Aber wird gut, wird gut. Ja, so sweet. Mein jetzt, Foto von schicke ich dir. Jetzt wird hier reingekaffeet. Heiß. Und geschokoladet. Ja. Guck mal, was für ein Pudding das ist. Richtig. Hab ich schon gefilmt gerade sogar. Ich würde doch gerne probieren. Ein Foto gewesen. Nö. Guten. So, jetzt haben wir hier den Red Velvet Cake.
den Schoko Cake und den Irish Coffee Konfekt-Dings und Devon. Devon Cake. Wieso ist so mutig? Die hat beim Käseladen gefragt, ob wir was abschneiden können vom Käse-Knoblauch-Käse. Das ging leider nicht. Jetzt haben wir zweimal Stücke mitgenommen. Aber macht ja nichts. Wir haben einmal Knoblauchkäse und einmal Pesto-Käse. Richtig geilen Pesto-Käse richtig sogar. Sehr mutig ist. Ja, danke. Es ist immer so, auf Englisch reden, eigentlich kein Problem, aber mit fremden Leuten reden und dann auch noch auf Englisch ist so mein Hirn. Oh. Do you have a slice of this cheese? Devin ist gerade in seiner Freak-Era. Einfach komplett weird. Das ist Free-Parcours. Freak-Parcours. Freak-Parcours, nein, das ist... Wie in The Office halt, dass man so Parkour. Okay. Oh nein. Oh shit. Oh yeah. Oh shit. Wow. Leckeren Eistee gibt's hier. Eistee und Limonade. Ja, gleich gibt's Brot und dann wieder ein bisschen Fisch zum Knabbern. Das wird richtig lecker, würde ich sagen, oder? Da freue ich mich drauf. Ich habe Hunger. Ich habe richtig Lust auf schönen Fisch. Ja. Du bist ein schöner Fisch. Oh. Süß. Hier, guck mal, Brot mit Tapenade. So, jetzt, guck mal. Jetzt darfst du es anbrechen. Brech mal das Brot an. Oh. Oh nein, wie ist das denn passiert? Ich bin ganz allein. Oh no. Soll ich dir eins geben? Guten. Ja. So, liebe Freunde, hier sind die Shrimps jetzt. Das ist glaube ich, eine Paprika, oder? So eine Smoked Paprika. Du musst ja schneiden. Ein Avocado-Burger, ein gemischter Fisch haben wir hier. Und ein Salätchen ist noch drunter. Den guten wünsche ich euch. Jetzt haben wir hier den fetten Nachtisch. Voll geil. Cheesecake, Karamell. Olli hat einen Milkshake. Chocolate Milkshake. Und wir haben alle den geilen Karamellschlons. Mmh, lecker! So, wir haben aufgegessen. Aber, wie man sieht, es pisst derbe. Und da kann man auch nicht so wirklich was dran ändern gerade. Wir müssen halt noch einen Kilometer wieder zurücklaufen. Ist das so viel? Ich glaube ja. Dann rennen wir jetzt, oder? Weiß ich nicht. Ich bin voller Käsekuchen. Lu hat heute Geburtstag. Ja, hallo. Wir haben gestern, glaube ich, gar nicht mehr gefilmt. So mit für deinen Geburtstag. Wir waren gestern nach dem Essen einfach dann wieder hier. Und haben noch gespielt und dann... Mario. War es relativ spät und dann sind wir ins Bett gegangen. Genau, aber du hast zwei Boys hast du bekommen. Yeah. Gaumenmuskulatur entspannen. Genau, die haben heute... Was ist denn jetzt passiert? Die haben heute noch sehr viel Sprecharbeit vor sich, deswegen lockere ich den Kiefer. Was war das? Ich hab so richtig vorbereitet, der hat so 30 Sekunden und dann kam das. Wow. Was ist jetzt für eine weirde Stimmung hier gerade? Wie kann ich das gar nicht erklären? Ja, wirklich, was soll die Scheiße? Danke. Alle sind völlig shell-shocked. Was ist geschehen? Es ist wie damals beim Dreh, als Willem Dafoe sich ausziehen musste und alle einfach, wow. Um Gottes Willen. Was ist das? What is bro packing? Wir frühstücken jetzt. Ja, würde ich doch mal behaupten. Ja. Und alles Gute an mich. So ist es. Ist Hummus, oder? Ja, ich finde, das hat nichts Hummus. Das ist richtig geil, der Pesto-Käse. Doch, schon. Nein. Das hat so richtig, der hat voll die Kichererbsen-Konsistenz. Weil von nur Konsistenz, ja, was geht um Geschmack, wie die Konsistenz bei irgendwas. Hier haben wir wieder einen richtig geilen Pesto-Käse. Immer direkt so 100%. Wie kommt das überhaupt irgendwie? Meine vier Wände sind mein Zuhause, meine Entspannung, mein Rückzugsort, doch gerade sind meine vier Wände mehr ein Gefängnis. Meine Blase aus Lustlosigkeit und Depression. Mein Rückzugsort ist nun der Traum, weil ich nur noch, wenn ich schlafe, aus diesem Zimmer entfliehen kann. Aber eigentlich gehe ich auch nicht gern schlafen, denn dann vergeht die Zeit noch viel schneller als bis zum nächsten Tag.
Wow. Ich habe gerade Google Poetry Slap Text und das ist... Okay, Credits an... Miriam Braun. Alles klar. Ja, geil, aber cooler Hut auch. Ich weiß nicht mal, wie es aussieht. Olli hat mir gerade aufgesetzt. So, bevor wir... Schick. Na, er weiß halt, was hier steht. Er weiß nicht, was er dich gerne sehen würde. Ziemlich geil. Ja, moin. Hallo. Jetzt geht's gleich rüber nach... Oh, die Kinder. Jawohl. Ein Nachbardörfchen, da gehen wir heute spazieren, weil Fohlendamm und Edam haben wir schon abgearbeitet. Auf zu neuen Ufern. Alle hier am Handy, keiner redet mehr miteinander. Guck doch mal. Digital. Ich lasse hier nur Fotos von dir. Der Klassiker. Weiter auch. Noch ein! Noch ein! Und dann bin ich ja auch. Na gut. Das ist auch gut geworden. Ja, dann ist ja alles gut. Wir sind jetzt hier am Wasser. Es ist nass und es regnet auch so ein bisschen. Oh, ja, geil. Oh Gott. So, das Tinder-Match. Schreist du zurück? Ja oder ja? Ich mag Wein und Reisen. Fühlt sich Dad auf Tinder? Oh, ja. Ich meine, das ist schon dieser gewisse Blick. Das ist so distorted irgendwie. Ich sehe halt nur mal aus wie ein Model. Was soll ich machen? Was soll ich denn machen? Das ist nun mal mein Gesicht. Es ist ein Fluch. Es ist ein Fuckboy-Face, Mann. Dieses Gesicht kann nichts außer verführen. Diese Hände können nur zerstören. Dieses Gesicht kann nur verführen. Oh ja. Oh, da geht's wieder los. Oh, oh wie süß. Oh, du bist ja super putzig. Hallo. Hi. Du bist ja eine ganz süße. Die weichen Pfötchen. Die ist auch richtig flauschig. Alles gut bei dir, du bist gut genährt, bist du. Tschüss, kleiner Freund. So, wir wollen jetzt kurz was einkaufen beim Albert Hain. Haben nochmal Tomaten und Apfelflappen und Cola. Käffchen und Cola. Ich habe hier nichts geholt. Ich habe den Kaffee. Kaffee nicht. Aber das ist was zur Hölle, Lou? Was zur Hölle? Wir sind aber alle offended. So also, das eine ist Doppelmoral haben. Ich kann nicht mit so jemandem mit Doppelmoral. 5 ja, okay. Euro, ich spring da runter. 5 Euro? Nee, das ist nicht worth it. Und dann jammerst du den ganzen Tag lang. Dann musst du mir 5 Euro geben. Du gibst mir 5 Euro, damit ich ertrage, wenn du runtergesprungen bist. Ja, genau, das ist, was ich sagte. Kein originaler Gedanke hier. In dieser Kirche, zwischen den Bäumen, kann man das vielleicht sehen. Ich mache einen roten Kreis drum. Ja. Bing. Hä, warum ist das mein Gesicht gewesen? Warum hast du mein Gesicht ausgehöhlt? Und um den Kirchturm gelegt. Oh also nee! Oh nee! Okay, wir haben hier Kunst gemacht. Okay. Ja, also hier beginnt's. Uh-huh. Also, das ist Olli. Ja, voll schön, Mann. Das ist voll geil. Was habt ihr Schönes? Ich habe Birnensaft von Schul. Hafermilch-Cappuccino. Kirschschorle. Wow. Ja, gut. Knoblauchbrot. Also, es sieht echt nice aus. Cheers. Voll das geile Messer. Also ich weiß nicht, was genau passiert, aber scheint gut zu sein. Oh. Was war das? Wird etwas wehtun? Was wollen wir denn eigentlich jetzt machen gleich? Essen. Wir gehen jetzt nochmal essen, wahrscheinlich an denselben Ort, wo wir gestern waren, wenn wir einen T-Shirt bekommen. Weil der wird seinen Avocado-Burger haben. Ja, der ist halt größer und baster. So, jetzt wird erneut gegönnt. Heute gibt es Burger hier, aber wirklich allen. Olli und Devin haben beide auch einen Burger, den Veggie-Burger. Ja, und ich habe ein Fischfilet. Ein Leckerbeek. Leckerbeek.
Ja, dann guten. Ja. Yeah, Teil 2. Teil 2. Wir gehen rein. Oh, wir ja. gehen rein. Oh ja. Du hast einen Schoko-Milchshake. Ja. Geil. Ausnahmsweise bin ich schon relativ satt und kriege keinen ganzen Nachtisch weg, aber so ein Milkshake kriege ich gut rein. Ja, dann einen guten. Wir sind ja gerade noch schön am Kartenspielen, dachte ich mir, ich will noch mal ein bisschen. Olli hat am meisten Spaß von allen. Das ist, ist aber nicht so geil gestapelt, guck mal. Oh, so, man denkt ja geil. Wie wäre es, wenn wir jetzt eine Serie machen würden? Wir haben sieben Hauptfiguren und die alle stehen für eine der sieben Todsünden. Oh. Weißt du was? Das gibt es als Anime und der ist richtig versext. Das gibt es Nanatsu als no Taizai. 10 Animes und 5 andere Serien und innen. Das zum Beispiel war Gluttony. Ich weiß das deutsche Wort gerade nicht. Wollust? Völlerei? Völlerei. Ja. Oh mein Gott. Da haben wir gerade 3 Gehirne gebraucht. Ja, hier haben wir Elton. Elton, oder? Wir frühstücken jetzt ein letztes Mal in trauter Viersamkeit. Und dann machen wir uns heute auf nach Amsterdam, so wie vor einem Jahr. Und schauen mal, was wir da so. Was wir da so Schönes erleben. British Behavior wieder. Was passiert denn hier? Wir haben mein Wasser gelabt, er will gerade so ein Messer abspülen. Ja, nett. Das ist nett. Er hat mich vorher weggedrängt. Ich wollte ein Messer rausfischen und er stülpt sich so über mich, um das mich zu hindern. Unfassbar. Stülpt sich über mich. Ist ein Satzin, ja. Genau, danach jetzt wird erstmal gefuttert und dann gucken wir noch mal, wo der Tag uns hinführt. Ja. Spekulos. Soos. Da sind wir wieder. In der coolen Sci-Fi-Zeppelin-Flughalle. Wow. Was macht ihr denn hier? Fotos. Voll gut. Ja. Ich gucke jetzt nach unten. Ich will Schwier. Oh mein Gott. So. Hallo. Wir haben uns Latte Macchiato. Ja. Und einen Kaffee mit Schwarz. Und Kakao, eine heiße Schokolade. Und ein Latte Macchiato mit Karamell. Cheers. Karaschmell. Yo. Yes, hallo. Wir sitzen im Burgerladen. Gleich gibt's richtig leckere Instagrammable Burger. Mhm. Alles Hashtag Vegan. Ich habe mir eine rote Blutorangen-Limo gegönnt. Ey, ich dachte Vegan. Stimmt. Oh mein Gott. Zero. Ja, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ja, wir sind hier die Zuckergang. Die Süßi-Gang. So, guckt euch diesen geilen Boy an hier, der sogar lila, voll themed. Der kriegt euch noch einen, weil es nicht das richtige Patty war. Heißt, wir kriegen den jetzt einfach so. Voll gut. So haben wir es zumindest verstanden. Ja. Und der ist ja grün. Ja, das ist gar nicht blau. Hat es einen blauen gegeben? Nee. Veganer Schmand. Cheers. Du hast auch ein lila. Ja. Und Nuggies haben wir auch. Und da würde ich sagen... Das glaube ich, ein Triple meinen, ne? Gönnung. Zeig mir dein Gönnungsgesicht. Was ist dein Gönnungsgesicht? Dein Gönnungsgesicht? Geil! Stimme ich draußen an die frische Luft? Hallo? Mach das! Schokolade. Ja! Mach das, bis gleich. Jetzt haben wir 2 Tafeln Schokolade gekauft. War sehr nice. Ich hab ein Stückchen Zartbitter bekommen. Ja. Zucker, warmen Zucker, wow. Also komm, Zartbitter kann man jetzt auch nicht spielen sein. Das ist nicht so viel Zucker. Das ist schon sehr viel Zucker. Aber jedes bisschen Zucker ist ein bisschen zu viel Zucker. Ja, 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 die Spaßverderber-Fraktion wieder hier drüben. Ja, bin ich froh, wenn ihr wieder zu Hause seid hier. Ja, ja. Das Mittel ist viel gesünder und macht gar nicht abhängig. Ey, wenn mir Breaking Bad eins beigebracht hat, dann dass ich niemals Süßmittel trinken will, weil da ist immer, immer Rizin drin. Ja. Das ist ein Gift, das dich sterben lässt. Facts by Devin. Fühlst du dich etwa ein bisschen erkältet, etwas unter dem Wetter? Das wird dann wohl das Rizin sein, das ich in deine Stevia-Scheiße gekippt habe. Du bist müde, ne? Kein Bock mehr.
können ja fast schon unsere Abschlussrunde machen, oder? Nein, zumindest nein, für euch beide. Ein paar Tage länger. Ja, ja, schon, aber ihr zwei ja nicht. Achso, wir steigen gleich hinein. Wie war's? Ja, wir sind so. 17 Jahre, fand das gut. Olfmann, 19 Jahre, ist zufrieden, fand's geil, sehr lecker alles. Geil. Sehr lecker, leckere Freunde, leckere Leute. Ich hoffe, das kann man verstehen, es ist wirklich sehr windig. Ey, die Arsch, ich synchronisiere dich einfach nach. Hey Mann, ich habe keine Ahnung, was ich hier sagen soll, also naja. Leben Sie wohl. Danke. Ja, schöne Reise euch, ne? Dir auch. Danke. Euch noch viel Spaß. Dankeschön. Viel Spaß. Ja. Ja. Danke, Mann. Okay. Yo, wir sind jetzt wieder back in der Ferienwohnung. Machen uns jetzt noch einen entspannten Abend und ich denke auch mal morgen wird es etwas entspannter werden. Wir sind ja so viel gelaufen die letzten Tage. Ich werde hier mal einblenden, wie viele Schritte wir insgesamt gelaufen sind. Das war wirklich wieder sehr schön und es ist sehr ruhig ohne die anderen beiden. Aber ja, wir machen uns das jetzt noch nice zu zweit. Und ich muss euch jetzt zeigen, was ich alles noch Cooles beim HEMA gekauft habe. Es gibt HEMA auch in Deutschland und ich glaube auch mit demselben Sortiment, aber das hält mich nicht davon ab, Purchases zu tätigen, vor allem weil HEMA ja aus Amsterdam kommt, ursprünglich. Deshalb habe ich hier ein Space Whiteboard. Ich hatte so ein Whiteboard schon mal vor ein paar Jahren, ja, mit Aufhängern und so einem Kram. So ein kleines Whiteboard für den Schreibtisch oder so. Aber ich habe das irgendwohin mitgenommen und vergessen. Und da dachte ich mir, hallo, das ist voll süß, Mann. Hier könnt ihr begutachten, die süßen Magnete, diese Ringplaneten. Das ist einfach so pretty. Ich konnte nicht widerstehen. Und dann geht's geil weiter. Ich liebe ja so Künstlerpapier. So richtig süße Space-Dinger. Und ja, hier sieht man direkt auch, was ich noch gekauft habe. Und zwar hatte ich in einem anderen HEMA noch diese Stickerbögen hier gekauft. Ich fand die so süß, dass ich mir direkt nochmal zwei geholt habe, weil ich mir dachte, oh, ich fühle mich so blöd, wenn ich die benutze und dann alle direkt leer sind. Aber wenn ich noch zwei Spares davon habe, dann kann ich damit alles Mögliche verzieren. Ich liebe ja diesen Shit. Also das ganze Farbschema und Thema, ach, mh. Das ist so cool! Und zu guter Letzt noch die Ausbeute aus dem Tonys Superstore. Und zwar einmal hier Pecan Crunch Karamell. Ebenso wie diese Tafel hier. Nougat Milch im Stil von Toblerone. Das fand ich ganz cool. Ich werde jetzt noch die Spülmaschine ausräumen. Und vielleicht noch ein bisschen Drag Race mir reinfahren. Und dann sehen wir uns später, würde ich sagen. Wow! So, jetzt sitzen wir hier auf der Couch, lassen den Abend ausklingen. Aber ich habe euch eine wichtige Sache noch gar nicht gezeigt. Und zwar das, was hier drin ist. Und zwar waren wir vorhin in einem Fantasy-Shop. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt erwähnt habe. Falls ja, sage ich es jetzt nochmal. Der war sehr cool und sehr, sehr schön, aber man durfte da drin nicht filmen. Deshalb haben wir das natürlich nicht gemacht. Aber es gab dort Bambusflöten. Konnte ich natürlich nicht widerstehen. Ich habe halt noch nie in meinem Leben Flöte gespielt, ne? Mhm. Mega. Okay, voll schön auf jeden Fall. Verzeihung, Mr. Tentakel, wir wurden darüber benachrichtigt, dass sich ein sterbendes Tier in Ihrer Wohnung auffällt. Ja, jetzt sitzen wir hier und gucken WDR. Ja, dann mal gucken, was der Abend noch so bringt. Hallo. Hi. Es ist der nächste Morgen und wir waren gerade schon ein paar Schritte draußen, aber es windet brutal. Man hört es vielleicht schon. Gleich wird man es hören. Ich werde ein paar Sekunden draußen filmen und hoffen, dass das Handy nicht wegfliegt. Ich hatte mein Handy vergessen und so ein bisschen filmen wollten wir trotzdem. Deshalb gehen wir jetzt nochmal denselben Weg zurück. Ja, auf geht's. Und falls man was verstehen kann, wir werden hier fett weggeweht. Wir gehen jetzt in Richtung Stadtzentrum, um ein bisschen einzukaufen, ein bisschen zu schlendern. Kurz auf den Deich, das wird jetzt lustig. Oh ja. Es ist geschehen. Na, ihr Süßis. So, da sind wir wieder zurück im sicheren, nicht ganz so windigen Haus. Hier ist der Haubentaucher und putzt sich. Man sieht richtig, wie die Wellen peitschen. Fragt mich, ob das normal hier ist oder ob das jetzt auch für Holland-Verhältnisse eher viel war.
Jedenfalls können wir euch ja jetzt mal zeigen, was wir noch so Schönes eingekauft haben. Denn ich konnte es nicht lassen und musste mir noch den ein oder anderen Krimskrams besorgen. Das schauen wir uns jetzt mal an, würde ich sagen. Zuallererst mal ein ganz wichtiger Kauf. Es gab diese Decke beim Action. Ich pack die auch jetzt mal aus. Es sind Sterne drauf. Und Raketen. Raumschiffe. Also ja, Raketen. Ja, und Monde. Das ist so Shizu-coded. Das musste ich mitnehmen. Und den Lila out of all things. Also ich habe ja schon eine Space-Themed-Decke zu Hause, aber ich dachte mir, eine zweite Space-Themed-Decke tut nicht weh. Ja, und dann haben wir hier auch eine Kuscheldecke. Ja. So, dann haben wir uns ein Baguettchen geholt. Da können wir gleich eigentlich auch direkt was von snacken, finde ich. Mhm. Eine einzelne Apfelklappe. Wir hatten leider nur noch eine. Papatjes. Kaffee. Und Tapenade. Tapenade. Zwei dicke Bottiche für Danny. Für Danny. Hier bin ich sehr gespannt drauf. Das ist von Ethos, von ja im Grunde niederländischem DM/Rossmann. Ein Lockenconditioner. Ich wollte mir eine Spülung holen, weil ich keine mitgenommen habe und meine Haare so trocken sind. Dachte ich mir, Lockenspülung voll geil. So, und beim Action, gibt es ja in Deutschland auch, aber Action immer geil, habe ich mir noch ein HDMI-Kabel und eine Maus gekauft, dass ich hier gleich meine Folge Drag Race gucken kann. Und schon mal mit dem Schneiden diesesjenigen Vlogs beginnen. Ja, krank. Und eine Mütze, einen coolen Lila. Guck Mütze. Den Match an, hier. Voll perfekt. Ahornblatt drauf, kanadisch. Ja. Winterwear by Impulse Fashion. Impulse by Fashion. Ja. Also nee, sieht so aus, als könntest du damit in irgendeinem Indie-Jazz-Café dir einen Chai Latte mit Pumpkin Spice bestellen. Pumpkin Spice? Ja. Also richtig Normicore. Ja, und jetzt cool. Essen wir ein bisschen Brot. Das ist noch sehr cool. Frische Stroopwafels. Stroopwafels. Ich glaube, das war's. Willst du Tee? Ja. Wir wagen uns jetzt erneut in die Außenwelt. Es schüttet aus Eimern und es stürmt immer noch. Man hört es vielleicht rauschen. Das wird geil, oder? Aber sowas von. Ja, ja. Mal los. Ja, guck doch mal. Ist doch alles gar kein Problem, ja, das oder? Das geht doch, wenn es jetzt nicht wusch macht, dass das Handy wegfliegt. Nee, bisher geht's. Ich bin aber sehr froh um die Mütze. Die tut mir gut. Weniger Regen. Das pfeift ordentlich, ja. Ja, so wie vorhin, nur ein bisschen nasser. Demnach hoffen wir, dass es so moderat, sag ich mal, bleibt und wir behütet wieder nach Hause kommen. Aber erstmal geht's jetzt was futtern. Ja. Zum dritten Mal in dieser Woche gehen wir zum Lunch und gönnen uns Fisch. Yay! Yeah, wir haben es, also trocken nicht, aber wir haben es geschafft. Und jetzt gibt's Leckerbeek und Eistee und Limo. Prösterchen. Pommes. Geil! Oh. Wir sind zurück. Oh mein Gott. Aber zu welchem Preis? Oh. Lou ist gänzlich durchnässt. Bei mir sieht es jetzt auch nicht wesentlich besser aus. Eine Kapuze abgepustet, die von der Regenjacke. Ja, also meine Mütze von vorne hat sich bezahlt gemacht. Meine Haare sind an dem Part, wo sie nicht bedeckt waren, auch klatschnass. Ich geh jetzt duschen. Oh Mann. Oh. Hallo. Hi. Das Wetter ist schön, nachdem wir gestern davon geweht wurden, literally. Als wir drin waren, hat es noch eine Weile lang die Türen eingepustet. Einmal ist uns die Haustür einfach aus den Angeln geflogen. Die musste ich dann abschließen, weil die davor einfach wirklich sich von alleine geöffnet hat. Ja. Weil der Druck so hart war dagegen. Und dann irgendwann zum späteren Abend hat es plötzlich einfach war still. Ja. War jetzt auf gleich so ein Hier sieht man auch die berühmte Windmühle von letztem Jahr. Bekannt aus so glorreichen Klassikern wie Ich bin ein Maulwurf. Und jetzt gehen wir ein bisschen wandern, nochmal was einkaufen, was essen vor allem, wir haben noch nichts gefrühstückt. Es ist schon kurz nach 12 und wir haben noch nichts gegessen, aber demnach, das machen wir jetzt. Tschüss! Hier ist alles voll mit den tollen Vögeln. Tschüss! Geil! Prost! Klong! Wir essen jetzt Fish and Chips. Hui. Das ist der Ausblick. Voll schön, voll nice. Wird gut. So, na geht's los, würde ich sagen. Ja. Zum Wohl. Mein Katzenfreund. Süß. Da ist auch ein Katz. Da wird gegrast.
und lustig geschnaubt. Ich sehe gerade sehr tolle Begegnungen mit Katzen und Schwänen hatten. Mehrere, wir haben 5 Katzen gesehen innerhalb von gefühlt einer Minute. Das ist ganz toll. Ganz viele von denen sitzen ja dann auch an den Fenstern von den Scheiben der Wohnung. Die will ich dann immer nicht fotografieren oder filmen, weil man so in die Wohnung dann reinknipsen müsste. Das ist irgendwie doof. Aber wir haben sie gesehen, wir wurden gebläst. Und ja, jetzt gehen wir noch eine Kleinigkeit einkaufen. So, wir sind einmal kurz zurück. Ich habe jetzt, nachdem wir nur noch 2 Tage hier sind, mich registriert für das Bonusprogramm von Albert Heijn, sodass wir diese Kekse für den halben Preis bekommen haben. Und diesen Legen Calvé Pindakas für deutlich weniger bekommen haben. Und diese Schokolade für deutlich weniger bekommen haben. Aber ja, besser spät als nie. Und jetzt räume ich noch kurz den Kram in den Kühlschrank. Und dann gehen wir noch ein Röntchen spazieren auf dem Dolch. Denn noch ist das Wetter schön. Es ist jetzt nicht mehr super sonnig, aber zumindest noch trocken und windstill. Und ich habe in den letzten Tagen irgendwie immer das Gefühl gehabt, mein Make-up slappt nicht so. Und dann dachte ich mir, ich kann ja auch einfach mal wieder gänzlich übertreiben. Und dann wird das schon wieder. Jetzt wieder der Beauty-Talk hier. Die Lockenspülung, die ich mir gekauft habe, hat zumindest ein bisschen was gemacht. Also Haare fühlen sich ganz gut an. Ich kann mich nicht beschweren. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Deich. Sieht sehr schön aus. Es ist sehr, sehr ruhig. Hier unten sind Laufenten, die haben wir gerade gespottet. Die sind total toll. Weiße Laufenten. Total süß. Oh Gott, sind die putzig. Ja, die laufen auch so perfekt. Immer da im Entenmarsch. Ja, erneut eröffnet sich das große Bedürfnis nach einer guten Kamera. Das ist wirklich sehr süß. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gut hören kann, aber hier wird viel gequietscht und gequakt und gepickt und geschnattert. 12 Uhr haben wir eine Goose Crossing. Da sind ganz viele Gänse auf der Straße. Ich habe ein bisschen Schiss vor Gänsen, sage ich ganz ehrlich. Die sind ja manchmal auch einfach nicht so nett, vor allem wenn sie in der Gang unterwegs sind. Und ich glaube, deshalb würde ich hier vermutlich gleich umdrehen. Einfach weil ich es mit denen nicht so unbedingt verspaßen möchte. Aber bis hierhin war es eine schöne kleine Wanderung. Lou hat sich in die Höhle des Löwen getraut. Ich bin ja noch nicht so ganz überzeugt. Wenn eine von denen Aggro kriegt, dann sind wir dran. Vielleicht sind das die letzten Worte, die ich mit euch spreche. Ja, hier steht die Gang. Die entfernen sich einfach nur Stück für Stück von der Prämisse, wenn man näher kommt. Meinst du? Also bisher haben sie es schon gemacht. Dann gehen wir weiter vor. Ich traue dem Braten nicht. Vielleicht kommt die Attacke von hinten, ich sag's dir. Lieber nicht. Lieber stören wir sie nicht. Wir haben einen kleinen Kaninchenfreund gefunden. Ja. Da ist er. Da rennt er weg. Tschüss, kleiner Freund. Da war Lou gerade. Swimmingpool. So, da sind wir wieder. Wieder gemütlich im Warmen. Wir haben gespeist und jetzt werden wir gleich noch ein Dessert schnabulieren und vorher noch ein bisschen gucken, was so im deutschen Fernsehen läuft, denn es ist ja Qualitätsprogramm, wie wir alle wissen. Mhm. Ne? Zapp mal durch. Ja, wir haben ARD, Tagesschau, Lottozahlen und Krimi. Gleich, da geht also ein Krimi los dann. Mhm. WDR-Tagesschau, NDR-Tagesschau. Also wird's wohl der Krimi. Die Polizei hat immer recht. Und wir lösen den Fall mehr als schlecht und als recht. Recht! Ob kleine Fische, ob große Soße, die Molenpolizei ballert los. Mord an der Mole! So, was haben wir denn diesmal? Ich war schon im Bett. Ich hoffe, es ist wichtig. Oh Mann, Chef, sehen Sie sich diese Scheiße an! Oh Mann. Warum muss so eine Scheiße immer nach Feierabend passieren? Ich konnte bereits einen Zeugen finden. Er meint, er habe wichtige Dinge gesehen. Oh, ich habe gar nichts gemacht. Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr von mir? Der Zeuge ist soeben zum Verdächtigen geworden. Ey, was soll denn das jetzt hier? Ich bin Staatsbürger. Das lasse ich mir doch nicht
Das lasse ich mir doch nicht bieten. Komm schon, mein Sohn. Auf mit den Spielchen. Ich weiß, du bist es gewesen. Mütter? Mein Sohn, warum hast du das getan? Wir können doch über alles reden. Naja, er hat mich halt richtig aufgeregt. Bin da. Da habe ich ihn die Klippe runtergeschubst in die Möhle. Herr Kommissar, Sie müssen mir glauben, das würde er normalerweise nicht tun. Er ist nicht er selbst. Nein, wirklich nicht. Bin ich nicht. Zu viel Freiheit bringt das Schlechteste aus den Menschen heraus. Führt ihn ab, Jungs. Oh Mann. Sie kriegen es auch wirklich immer wieder hin, Chef. Ich weiß nur mal einfach, wie diese Typen denken. Mieses Dreckspack. Und wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden. Es wird Zeit fürs Bett. Es ist wahrlich ein Millionärsdessert. Guckt euch die Goldklumpen an. Meine Güte. Mit flüssigem Altgold übergossen. Was hast du? Du hast Waldfrucht, glaube ich. Waldfrucht mit griechischer Stil steht drauf. Das ist doch was für dich. Das ist doch mega. Bin ich doch sehr gespannt. Ja dann, meins hat Karamellgeschmack. Die Krimis haben übrigens sehr wenig Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Also, wir wollten gerade ganz, ganz so unverhofft Domino Day schauen, 2002. Moderiert die gute Dame an. Gehen wir doch nochmal zurück ein paar Sekunden. Wir stehen in der Fickhalle in Leeuwarden und wir sind. Das darf ich nicht so oft sagen. Sagt sie selber. Och Mann, das ist blöd. Wir sind hier in der Fickhalle. Sofort mein Shit gelöst. Oh Mann. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind heute in Pomerend. Noch gar nicht gefilmt. Es ist schon gleich Mittag. Ja, basically. Und ja, wir sind einfach ein Stück rausgefahren in die Stadt Pomerend. Ja, oh, guck mal, da links sieht es ganz nett aus. Ja. Also hier so dazwischen. Bisschen mehr einfach wie eine normale, auch deutsche Vorstadt oder so. Ist bisher nicht irgendwie so ganz so ansehnlich wie die ganzen anderen schönen Städtchen, aber mal sehen. Im Kern da hinten sieht es aus, als wären zumindest die Häuser wieder ein bisschen schöner. Ja, gucken wir doch mal, ne? Wir sitzen jetzt in einer Brasserie und trinken ein Limonädchen. Ja. Ja. Wow, veganer Burger und regular Schmegular Burger. Sieht sehr gut aus. Guten. Wer steht denn da? Der dicke graue Mann. Er lässt sich anregnen. Er steht einfach da. Bedrohlich. Slay. Da sind wir wieder in der leckeren Bäckerei. Ich glaube, das letzte Mal haben wir gerade noch vor dem Burger gesessen und gesagt, so, jetzt packen wir uns einen kleinen Mittagssnack rein. Ja, jetzt ist der zweite Mittagssnack. Ist doch schon beim Nachmittagsimbiss. Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben Abendbrot gegessen und ja, so ein bisschen die Reste verbraucht, die wir noch hatten von Aufstrichen und so weiter. Leckeres Brot gegessen, Domino Day geguckt und eine Apfelflappe gegessen. Und jetzt wollte ich hier gerade mein Getränk, was ich vorhin gekauft habe, trinken. Habe einen Schluck genommen und dachte mir, wow, deshalb der Rest meiner Reaction von Fernandez Cherry Bouquet Sparkling Lemonade. Es ist insane. Es schmeckt richtig geil, meiner Meinung nach. Aber pappsüß. So ein bisschen wie das Clipper auf Teneriffa. Also so sehr bubblegum-mäßig irgendwie. Pappsüß wirklich. Aber mit so ein bisschen Traubenzuckergeschmack. Also es ist insane. Irgendwie finde ich es geil, aber irgendwie. Ja, probier mal, warte, ich filme dich auch. Nehmen Sie einen tiefen Schluck. Es riecht sehr nach Kaugummi. Sehr kaugummiig, aber lecker. Ja, ne? Machen. Oh Mann, wir lassen jetzt noch den Abend ausklingen mit 2002 Domino Day. Es ist wild. Die Werbung, vor allem die alte, meine Güte. Ich war in 2002 ja noch nicht so super alt, deshalb kann ich mich daran nicht mehr so sehr erinnern. Aber wild auf jeden Fall, so eine richtige Zeitkapsel. Gute Nacht! Guten Morgen! Diese grauenhaften Geräusche, die ihr gerade gehört habt, waren Putzgeräusche. Denn es ist Abreisetag. Wir haben noch ca. 50 Minuten, bis wir die Prämisse räumen müssen. Sind aber auch so gut wie fertig.
Jetzt müssen wir im Grunde nur noch alles ins Auto räumen und dann noch einmal den finalen Sweep-Swoop machen und dann, ja, also die meisten Sachen sind auch schon gesweept und geswoopt. Es fehlt nur noch die Detailarbeit, wenn dann wirklich alles weg ist. Und dann fahren wir noch eine Runde, einen kleinen Umweg nach Fendo, um uns da nochmal abschließend fett All-You-Can-Eat Izumi Lunch zu gönnen, wie in vielen anderen Holland-Fahrten Teilen auch schon. Ist ein kleiner Umweg auf dem Weg zurück nach NRW, aber worth it. Und dann sind wir vermutlich irgendwann nachmittags wieder zu Hause. Ja, schon. Wir stehen derbe im Stau. Sag's nicht. Das wird schon. Ja! Wir sind in Venlo. Yes, ich hab zwei mir Stunden noch Fahrt, zweieinhalb mit dem Stau. Und so. Ja, boah, wir standen hier vorne in einem Kreisverkehr. Das sieht jetzt gerade ein bisschen leerer aus. Das ist der hier gewesen, glaube ich, ne? Kann sein. Der war auf jeden Fall absurd voll, weil da auch irgendwie random ein Fahrzeug im Kreisverkehr stand, ja, da und dann irgendwie eine Strecke gesperrt war. Also es war absurd. All die ganzen Lobe, die wir ausgesprochen haben in den letzten Tagen für die niederländische Straßenführung, down the drain. Hier ist wirklich irgendwie komisch. Hier sind so drei Ampeln hintereinander. Das ist der deutsche Einfluss an der Grenze, glaube ich. Wir waren jetzt noch kurz bei einem Klamottenladen, zu dem ich gerne gehen wollte. Da habe ich mir für die Bühne ein neues Oberteil gekauft und exakt dasselbe für ein Konzert, auf das ich morgen gehe. Das wird wild. Morgen fahre ich nach Berlin. Das war so Macht, nachdem man eine Woche im Urlaub war. Habe ich mir geholt. Und jetzt gehen wir zum Essen. Jawohl, ja. Ich freue mich. Ja. So, Freunde, wir sind hier. Es wird gegönnt. Ich habe mir Ipanema alkoholfrei geböllert und Lu hat einen Eistee. Und jetzt geh mal rein. Oh, Garnelen. Ja. Yo, jetzt sind wir fast schon wieder zu Hause. Yes. Sind gut durchgekommen. Dick phrased. Voll gefressen und sind müde. Und jetzt noch eine Stunde gefahren. Jetzt sind wir gleich da. Und boah, merke ich so richtig. Ja, es reicht. Es reicht für heute. Wir packen dann jetzt noch unseren Kram aus und dann wird gechillt. Dann wird Pause gemacht. Yeah! Vielen Dank fürs Geburtstagsgeschenke auspacken. Stimmt. Vielen Dank fürs Zuschauen, wollte ich sagen. Wer bis hierhin schaut, ist cool. Und ja, bis ganz bald, bis das nächste Mal hier irgendwas erscheint. Schreibt in die Kommentare, wer hier noch zugeguckt hat, einfach Hashtag Schmandmann. Ja, finde ich gut. Macht. Tschüss!